Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Ja, beim letzten Mal sind wir ganz blöd gestorben. Und deswegen werden wir es jetzt einfach nochmal versuchen. Schauen wir uns noch mal an. Die Eklipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Und der hier ist schnell. Sie ist da entlang. Und wieder auf die andere Seite. Oh shit. Okay, das ist definitiv zu hoch. Das ist definitiv zu hoch. Gut, wir können also nicht runterspringen. Na gut, aber die D-Sky, erst gehen wir wieder rechts auf die Seite, dann links rum und dann geht's runter. Na gut, nochmal. Jetzt überspringen wir die Sequenz, aber sind wir alle wieder im Bilde? Springen. Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Nein, ich bin genau durch die Lücke gefallen. Ja. Dumm gelaufen, würde ich fast sagen. Genau durch die Lücke gesprungen, wo kein Geländer ist. Unglaublich. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Warte mal, ich. Da.
Plattform unter den Füßen weggeschossen. Okay, wir müssen also runter. Dann habe ich jetzt eine andere Strategie. Wir schießen zuerst die Kultisten ab, damit die uns schon mal nicht blöd daherkommen. Was macht? Ich glaube, das machen wir. Genau, wir schießen erst die Kultisten nieder. Wow, gut, dass die Sequenz. Noch ein Kopisch. Und der hier ist schnell. Todbringer. Was für ein Drecksvieh. Was für... Okay, ich muss... Also, habe ich ihn irgendwie... Ich glaube, ich habe ihn am Bein getroffen. Ja. Und der hier ist schnell. Okay, da oben hält also gar nichts. Das heißt, wir müssen... Ah. Na schön. Das heißt, ich muss die Kultisten loswerden, bevor uns der Todbringer sie... Aber wenn ich da unten bin, möchte ich nicht auch noch die Kultisten um uns herum haben, die uns mit Pfeilen abschießen. Da habe ich keine Zeit, mich darauf zu konzentrieren. Nee. Das heißt also erst von oben die Kultisten. Hoffentlich ohne, dass uns der Todbringer sieht. Noch ein Kopisch. Und der hier ist schnell. Ich höre schon wieder knallen. Ach, oh shit. Ist ja bescheuert, der macht ja alles kaputt.
genau da liegt die Waffe von ihm. Wieder Heilung einsammeln hier. Okay, bereit für die nächste Runde. Los geht's. Alle. Aber können wir neue machen, kein Problem. Weglaufen. Ui. Besser. Feuer ist echt gut. Überraschung. Live.
Hilfe! Das war... Die Soldaten damals mussten gleichzeitig Hunderte davon bekämpfen? Wow, Stufe 30 erreicht. Sehr, ein Punkt, ja gut, können wir ja nichts machen. Ja, okay. Nachdem wir eine Taktik hatten, ging's doch. Hallo, hallo, okay. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Okay, was kannst du denn... Oh, wir haben... voll. Wenn man überlegt, dass wir am Anfang Schwierigkeiten hatten, Draht... Ja, mitzunehmen. Okay. Und der hier hat auch noch was, oder? Okay, ich muss ein paar Spulen mal loswerden, weil das sind gute 44er... Alter. Okay. Hier. Ja, hier kommt die. Die kommt weg. Das war eine 7er. Haben wir noch die grünen? Hier 8. Ja, hier 7 weg. 7 weg. Nur 5er. Zehn, fünf, beides fünf. So. Und hier müssen wir irgendwas. Mal gucken, habe ich hier. Was ist das? Kaninchenhaut. Brauche ich das für irgendwas? Weiß ich nicht, was ist das? Knochen von irgendwas. Ich glaube, ich sollte mal ein paar Sachen verkaufen, wie? Okay. Ja, hier haben wir auch wieder, kann ich auch wieder wahrscheinlich alles nicht. Ja gut, aber, huch, ja. Das hier sollte ich jetzt mitnehmen können. Genau. Das eine, was er noch nicht, ist das Todbringerherz. Das will ich, okay, das müssen wir mitnehmen. Das Todbringerherz müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ist das hier? Ich glaube, das ist hier, ne? Genau, Wächterherz, Läufer. Sägezahnherz, Langbeinherz. Verwüsterherz. Weil wir den komischen Zahn weg. Und der ist sehr. Und was haben wir denn? Das hier ist. Aber hier, da, das hier. Breitkopflinse. Ja, die können wir. Die werden wir schneller wieder kriegen. Also. Ja, Lanzenhornlinse. Stürmerlinse. Kirscher. Langbein. Komm, machen wir hier die Stürmerlinse raus. Die werden wir eher kriegen als das Ding hier. Das müssen wir jetzt nehmen können. Genau. Sehr gut. Das war eine Schnellreise. Ja. Wunderbar. Mal gucken. Ich würde gerne jetzt mal irgendwo speichern, aber ich glaube, hier drin geht dann nichts. Man kann ja nie wissen. Da sollen wir hin. Dann das aktivieren wir jetzt noch. Schauen wir mal. Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ja danken, nach dem, was sie gesagt hat. Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ja alle danken.
Ja, aber... Ich meine, mein Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hätten irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... Wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Aha. Raketenbasis. Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elizabeth getan? Ja, das werden wir wohl noch rausfinden. Aber für heute ist hier erstmal Schluss. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Und ich sag mal bis dahin und ciao.